turn around, around, yeah. Turn around, turn around. Bierpong, Bierpong, Pongpong, Bierpong. Kommentier, das ist ganz gut, genau. Wie sag ich so schön? Ladies first? Prinzessin darf anfangen. Mann voran, ne? Mann schäumt sogar. Was habt ihr da reingefüllt? Ein Becher geht raus, jawohl. Es kommt schon aus dem Hahn. Das bleibt spannend. Oh, yeah, 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 yeah. Wenn wir das Signal von der Regie kriegen, dann ziehe ich hier den Stecker. Den Schlussstrich. In das nächste Spiel, und zwar mit von und zu Rambazamba und Scary Face. So, Großer, komm du mal zu mir nach vorne. Ich bräuchte nochmal da drüben, genau, meine Spieleurne sozusagen. So. Scary Face. Dann komm mal zu mir, denn auch du hältst natürlich jetzt hoffentlich die Fahne auch noch oben und hältst stramm drauf. Ja, los mal auf, das ist gar nicht so einfach, das musst du erst mal finden. So, ganz frei gewählt, das ist gut. Ich sag dir schon mal inzwischen den Spielstand, es steht 3-2 für Rambazamba momentan. Und du hast jetzt die Möglichkeit, wir können jetzt ausgleichen mit folgendem Spiel. Bierpong, Bierpong, Bierpong. Bierpong, Bierpong, Pongpong, Bierpong. Großartig, einmal die Kamera halten, den Zettel, dass auch alle das sehen, genau. Bierpongpong, großartig. Dann gehen wir natürlich jetzt wieder ein Stück nach hinten und zwar genau in den Spielebereich und melden uns gleich von da live on stage. Und so, da stehen wir hier. Rambazamba in Konzert und beim nächsten Spiel, es ist aufgebaut Bierpong. Ja. Bong, bong. So, mit euch beiden. Tobi will verlieren, hat er gesagt. Nee. Ja, dass wir mal den FIFA haben wollen. Das Einfache wieder, ne? Das Einfache. Nee. Sei froh, das Gewicht eben nicht rangekommen ist. Ja. Ja, genau. So, wir spielen Bierpong. Ja, ihr kennt das bestimmt auch aus dem Fernsehen, habt das bestimmt schon mal gesehen. Ja, genau. Einmal muss der Tischtennisball aufprallen, ja? Ja. Und dann, wenn möglich, natürlich in den Becher rein. Das heißt also, wenn du einmal aufsetzt, in den blauen Becher rein, dann müssen die Jungs, man hat früher gesagt, den Becher austrinken, machen wir natürlich nicht, aufgrund von Corona-Richtlinien. Es gibt von uns dann natürlich einen kurzen, den dann die Mannschaft eben halt praktisch, genau, ich zeig dir nochmal hier, guck, da gibt es noch einen kurzen, noch ungeöffnet, also richtig guter Stoff, den müssen die Jungs dann wegplöttern oder umgedreht, je nachdem, das werden wir dann sehen. Und wenn wir getroffen haben, dann wird ein Becher weggenommen. Und dann kommt der Becher weg, genau. Und genau. Gewinner ist logischerweise, wer zuerst die andere Mannschaft rausgekickt hat. Alles klar, machen wir dann. Ja, soll ich starten? Wir hauen ihn dann als erstes erstmal weg, ne? Ja. Willst du noch ein Endresultat sagen? Was zum Schluss vielleicht? Zum Abschied? Ich mogel aber. Kommen wir noch Medizinball? Ja, Medizinball ist gut. Ich bin dafür. Okay, wir starten, würde ich sagen? Ja, ich starte, genau. So, ihr könnt das, einer von euch kann immer kommentieren, das ist ganz gut, genau. Wie sag ich so schön? Ladies first? Prinzessin darf anfangen. Mann voran, ne? Mann voran, richtig. Ja. Prinzessin. Ich mach, ja doch, aber wir müssen uns abwechseln. Genau. Ja. Scary Face, ihr zeigt den Jungs mal, wo der Frosch die Locken hat. Ha! Eieiei. Das war zu erwarten. Los, Tommy Boy. Ja, gut, war ja klar. Er hat zu viel Kraft im Arm. Los. Hast du den Drall gesehen? Ja, du bist wieder dran. Ja, der trainiert heimlich. Der säuft ganz schön häufig. Er muss beim ersten aufprallen. Also einmal aufprallen und dann rein, ne? Oh, da hat er aber ein Gefühl in der Hand. Oh, da hat er Dani, der kleine Angeber. Guck fast, an hier, du. Fast. Mit kleinen Bällen kennt er sich aus. Hoppala. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das kann sich heute nur noch um Stunden handeln. Tschüss. Nein, das war nicht zu wenig. Das war nur was für ein Arsch. Richtig. Total. Aber solange er auch nicht trifft. Ja, wir nehmen uns. Oh, das war haarscharf. Ich glaube, Danny ist mein Mann hier. Ja. Ihr macht's aber auch spannend hier, echt. Ja. Oh. Die Becher sind zu klein. Wolltet ihr uns erst einen kurzen oder so? Das ist vielleicht besser. Ich weiß nicht. Oh. Ja, Tom, deine Taktik ist so von unten werfen. Ja, das ist ja. Auch so, ja, so ein bisschen. Wo habt ihr das trainiert, sag mal? Im Garten oder wo wart ihr? Nee. Naja, man hat's ja im Video gesehen, ne? Wir haben ordentlich den Bizeps trainiert. Damit wir auch von unten. Magst du mal von Scary Face mal das Bällchen holen? Natürlich. Das ist ein Bällchen. Ich bin schon wieder. Also es wird spannend. Ja, dicht. War sehr dicht, aber.
Der Name ist auch vorbei. Okay. So. Ich muss es mal so mit einer Hand nehmen, genau. Ja, du kannst doch gleich den Karton wegbügeln, genau. So, einmal ruhig in die Kamera zeigen, dass man das auch sieht. Genau, herein. Achso. Den nehmen wir schon mal weg. Ja, warte, hier ist der Ball. Frisch geduscht. Naja, hast du da reingeballert, nicht ich? Oh, riecht da gar nicht mal so gut. Ja, natürlich, klar. Jetzt musst du die Jungs... Jawohl. Ha, zack. Prost, Tommy Boy. Such dir was aus. Ich glaube, wir stellen das mal hier vorne hin. Wir müssen dich daran. Oh, guck mal jetzt, aber extra mal in die Kamera. Guck mal, es schäumt sogar. Was habt ihr da reingefüllt? Ein Becher geht raus, jawohl. Die hat einfach hinstellen, genau. Dann kümmert nachher später drum. Das wird alles ökologisch entsorgt, wie sich das gehört. Ich hau ab. Jawohl. 4 Minuten. Also steht 1-1 momentan noch. Los jetzt. Wir gucken natürlich Tommy auch so ein bisschen Boy auf die Zeit. Das heißt, dass wir natürlich auch 3/4 dann eine Entscheidung treffen werden hier. Also um 19.45 Uhr. Ja, wie sieht schauen das denn wir aus? Mal. Wenn die Zeit runterläuft, wer denn am meisten getroffen hat? Oder wie machen wir dann? K.O.-System, oder? K.O.-System. Entscheidungsball. Okay. Entscheidungsball, genau. Hey. Es bleibt immer noch spannend. Oh, Digga. Ich meine, ich finde es ja gut. Ist ja 1-1. Ja. Also noch hier. Wir sind natürlich guter Hoffnung, dass sie auch Scary Face qualifiziert, und zwar fürs Endfinale. Ja. Im Hauptspiel nachher. Oh ja, das wird interessant. Ich habe den drin gesehen. Ich habe den echt schon drin gesehen. Doch. Fast. Ja. Oh. Ja, dann machen wir. Ja. Oh. Hier. Eieiei. Den nehme ich mal raus. Welchen möchtest du? Ein Drinkchen weg. Ein Drink. So, nee, er muss, glaube ich. Ja, wir kriegen ein Signal von der Regie. Ich habe so einen kleinen Klopferohr, das seht ihr gerade nicht. Und wenn die Regie sagt, pass auf, so ist es jetzt. Ah! Ausgleich! Der gleich aus. Nee, Ausgleich! Ausgleich! So. Das Bällchen geht zurück. Einmal in die Kamera noch zeigen, genau. Da ist er. Stroh 80 in hell. Nee. So, die Becher bleiben stehen. 4-4. Ihr seht das auf dem Tisch. 41, ja, alles gut. Kinder, wir haben 4 Minuten, da kann auch richtig abgeräumt werden. Passt mal auf jetzt. Einmal auf. Kann man nur gucken zu. Okay. Den nächsten trinkst du. Ich bin gespannt. Ei. Sie schenken sich hier nichts. Außer kurze. Gegenseitig. Auch nicht. Wie bitte? Es bleibt spannend. Oh. So, du musst noch einen kurzen bügeln. Das liegt an deiner Frisur. Du. Ein kurzer wird noch weggebügelt. Das liegt an deiner Frisur. Schmeckt's gut? Schmeckt gut. Hör ich da so ein bisschen Schadenfreude raus? Bisschen, aber nur ein bisschen. Ganz klein. Jetzt macht Tom noch den ein Deckel ganz drauf. Wenig. Oh. Muss ich ja doch wieder. Ja, here we go. Zeit läuft, also wir haben noch. Nicht mehr viel, aber wir haben noch. 1-2 Minütchen. Guck mal, da unten liegt er. Ei. Hashtag Ramazamba Ultras, Freunde. Haut rein im Chat. Trink mal noch einen, du hast noch keine Farbe im Gesicht. Was ist los mit dir? Zwei Weißbier stehen da. Der Kellner spricht mich an und macht ein Angebot. Stößchen. Oh, jetzt. Oh. Ich bin ja dran. So. So, 4-2. Und. Ramazamba liegt mit 2 Bechern in Führung, so will ich es einfach mal nennen. Und so wie es fast aussieht, gleich mit dem nächsten Spiel. Das war scheiße. Nee, das wird bei Tobi nichts mehr.
Ja, da muss auch richtig. So wird's hingestellt. Oh. Kinder, gleich ist soweit. Gleich fällt das. Ja, eine Minute haben wir noch, habe ich gehört. Oh, eine Minute haben wir noch. Jetzt wird's wirklich eng. Jetzt wird's wirklich eng. Die letzten 60 Sekunden laufen. Hier war Netz. Über alles Horn. Rambazamba. Oh, Ramba, also der wäre nie angekommen. Der wäre nie angekommen. Rambazamba Voices DJs sozusagen. In Konzert mit auf. Oh. Okidoki. Den nehmen wir raus. So, 3-2. Wenn wir das Signal von der Regie kriegen, dann ziehe ich hier den Stecker. Den Schlussstrich. Ja, du hast doch gerade getroffen. Der andere Ball ist da hinten. Ja. Mach schon mal rein. Gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Du sollst nicht in die Mitte werfen. Oh, aus dem Handgelenk. Morgens, mittags, abends, er muss laufen. Hauptsache Alkohol. Saufen. Morgens, mittags, abends, sie will saufen. Denn sie kann schon wieder. Einen gibt's noch hier. Aber es wird eng. Es wird einfach nur eng. Ganz schwierig. Ja. Hör ich was von der Regie? Ja, komm. Einmal mach ich noch. Ja, warte. Scary 4 ist nochmal dran. Das wird heute nichts mehr bei ihm. Ei. So, wie sieht's aus, Regie vorne? Was sagt ihr? Von der Zeit her? Ei. Können wir noch, können wir nicht? Komm, jeder noch einmal. Entscheidung. Was? Entscheidung. Entscheidung. Okay, jeder jetzt noch einmal. Scalface einmal. Geht raus. Und ein letzter Wurf. Ein letzter Wurf für Rambazamba. Ich trinke ihn gleich, aber erstmal muss ich treffen. Na, scheiße. Entscheidung, Kinder. Jetzt Entscheidung hier. Wer punktet jetzt als Nächster? Der holt die Kiste nach Hause. Oh. Ei. Kinder, ihr macht das auch wirklich spannend hier. Selbst der Kameramann kommt nicht mehr mit. Aber gleich kommt Kinder 2-2. Jetzt, wer punktet als Erster? Wer holt die Kiste nach Hause? Oh. Das macht ihr mit Absicht hier. So, kennt ihr jetzt Vollgas? Damit ihr es schon mal gehört habt, gleich hier nach nächster Act, der kommt. Kein geringer als Mr. Frankie B. Und dann ist es passiert. Es ist passiert, Scary Face holt die Kiste nach Hause und damit steht es jetzt gesamt. So, wir trinken noch den letzten hier. 3-3. Rambazamba, ja, Voices DJs. Ding. 3-3. Den dürft ihr jetzt nehmen. Wir geben ab. Weißt, die Frage ist, wer hat den Typen gebucht hier? Auf euch da draußen, Freunde. Genau, nochmal ganz lieben Gruß hinten an die Jungs, an die tollen Verlierer dieses Mal. Und ich freue mich natürlich drauf, 3-3, großartiges Kino. Und